Dieses Video ist ein Re-Upload eines alten Let's Plays. Es könnten also Themen angesprochen werden, die nicht mehr aktuell sind, oder Aussagen getroffen werden, hinter denen ich heute nicht mehr stehe. Vielen Dank für euer Verständnis. Ich wünsche euch einen fantastabulösen guten Tag, meine lieben Patienten. Und willkommen zu Downfall, dem Nachfolger von Cat Lady. Zumindest auf meinem Kanal. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich der Nachfolger ist. Aber es spielt auf jeden Fall in derselben Welt, soweit ich weiß. Zuerst sollen wir unsere Sprache auswählen. Nehmen wir mal Deutsch. Und ich hoffe mal, dass wir hier nicht so viele Fehler in der Textausgabe haben. Harvester Games. Ich habe keine Ahnung, ob dieses Spiel ähnlich depressiv sein wird oder ob es mehr Psycho sein wird. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sehen wir erstmal einen wunderschönen Bagger. Prolog. Mit Escape überspringen. Das ist ein wunderschöner Titel. He's not. He heard his uncle talk about it, and he's a gangster. Gangster, my ass. He works in the second-hand furniture store. Whatever. So what's the plan? I'm gonna check out the building site. You're so dumb. I know it's there! And I'm gonna find it. Yeah, right. Good luck with that. Wir sehen hier, wir können jetzt laufen, aber wir sehen hier schon im Hintergrund das Straßenschild. Helen Road, und es sieht immer noch aus wie Hell Road. Das spielt definitiv sogar in derselben Straße wie The Cat Lady. So, wir können uns jetzt so bewegen. In diese Richtung können wir gehen, das sieht komisch aus und sehr unflüssig. Die Bewegungen von dem Typen sehen sehr unflüssig aus, aber die Krähen sind flüssig weggeflogen, also. Hier ist ein Café, das geöffnet ist. Oder es geht um diese Frau da. Oder dieses Mädchen vielmehr. Ist das Susan? Autosave, okay. Hier gibt's Autosaves. Ist das Susan Ashworth? Ist das die Cat Lady? Kann das sein? Ansehen. Wow, ist die hübsch. Reden. Mit dem Pfeiltasten hoch und runter durch die Optionen wechseln, mit Enter bestätigen, die Leertaste überspringen. Ich muss sagen, das wirkt schon deutlich besser als The Cat Lady. Es gibt so Autosaves und sowas. Es wirkt irgendwie so, als ob das Nachfolgespiel zu Cat Lady ist tatsächlich. Hi. Wie ist es, das schönste Mädchen der Stadt zu sein? What is it like being the prettiest girl in town? Don't know. Why don't you tell me? Oh.
Wenn ich eine Katze wäre, würde ich all meine neuen Leben mit dir verbringen. Klar. Sure. I like cats. I'm gonna have one when I'm older. Black, like a devil. Obwohl, ich weiß es nicht. Hieß es nicht auch, dass die Nachbarn von Susan eine Katze gehabt hätten? Vielleicht ist das auch die Nachbarin. Ich versuche unbedingt immer irgendwelche Verbindungen zu Cat Lady zu finden, weil es einfach sogar in derselben Straße spielt. Woher kommst du? Where are you from? Sweden. But you're not blonde. So? I just... never mind. What are you doing in England? I came with my mom. She got offered a job, and we stayed. And your dad? He didn't. Mhm. Wohnst du hier in der Gegend? Do you live around here? No. Do you? I do now. We moved here from Seattle last year. You are American? Cool. Okay. Warum sitzt du hier rum? Why are you sitting here? My mom's inside. Eating. And she left you out here? I'm on a diet. That sucks. It's okay. I'm not hungry. Ich kenne einen Ort, an den Katzen zum Sterben hingehen. Warum sollte er das sagen? Nette Blumen. Nice flowers. Yeah. But I prefer red ones. Why? No reason. I just like red. Da ist gerade der Eiswagen vorbeigefahren. He's back. Who? Brady, the ice cream guy. Do you have ice cream in Sweden? Do you have brains in America? Das ist eine sehr gute Frage. Das frage ich mich auch manchmal. Ich kenne einen Ort, an dem Katzen zum Sterben hingehen. Tut mir leid wegen deines Vaters. Ich will das mit den Katzen nicht sagen. Das klingt irgendwie scheiße. Sorry about your dad. Don't be. You can fuck off. Ich muss aber das mit den Katzen sagen. I know the place where cats go to die. Yeah? It's just down the road. A cat cemetery? Not quite. It's just the backyard with some rubbish bins. But the cats really go there to die when they're old or sick. It's really weird. I can show you. But I should probably wait for my mom. Wegen dieser Katzenstätte. Das wird das romantischste erste Date, was ich kenne. Einen Ort besuchen, wo Katzen sterben. About that cat place. Yeah? In 5 Minuten bist du zurück, deine Mutter wird's gar nicht merken. You'd be back in 5 minutes. Your mom will never know. I don't know. She'd be really mad at me. Es gibt da ein paar nette rote Blumen. There are some nice red flowers not far from there. But I don't even know you. I'm Joe. Okay. And you? My name is Ivy. Come on then, Ivy. You don't want to sit here all day, do you? Let's do something fun. Das sind die Nachbarn von Susan. Joe und Ivy, erinnert ihr euch noch? Das war der Typ, der eine 666 an seiner Tür stehen hatte. Das war einer von den Psychopathen.
Ich bin jetzt wirklich mal aufgeregt. Ich bin wirklich mal gespannt, wie dieses Spiel so wird. Das muss ja richtig Psycho sein. Kommst du? Ach, ich kann da nicht weitergehen. Da geht's einfach nicht weiter. Wir müssen in die Richtung, okay. Und es wirkt immer noch sehr unflüssig. Weil wie er auch geht, der stampft immer so auf dem Boden auf. Guckt euch das mal an. Zack, zack, zack. Schnell, er hat wieder schnell speichert. Hier sind die Blumen. Riech. Ich will nicht wie ein Waschlappen erscheinen. Dann nimm eine von diesen Blumen. Do you like them? Wow. They're gorgeous. Here, let me pick some for you. No. Let them grow. They're beautiful as they are. Mädchen. Du hast recht, es wäre, als würde man sie töten oder so. You're right. It would be like killing them or something. Exactly. And this way, maybe they will make someone else feel happy too. Got ya. Na dann komm mit zu diesem Katzenfriedhof. Da ist schon eine Katze. Dürfen wir der jetzt beim Sterben zugucken? Is this it? Yep. But it's just one cat. And it's not even dead. Warum ist sie so enttäuscht darüber, dass hier keine Katzen tot sind? Vielleicht stirbt er bald. Ich wette, seine Zombie-Katze. This one looks very old. He'll probably die soon. But that's okay. He's got at least 5 lives left, right? Oh, I don't know. This one looks like he's on his last one. Huh. You don't really like cats, do you? Ich hab dich nur veralbert. Natürlich mag ich Katzen. I was just fooling with you. Of course I like cats. Yeah? Yeah. Then let's go see if he likes us. Looks like he does. Ja, zumindest mag er sie. You're such a lovely pussycat. Your turn. Huh? Come closer and stroke his head. Okay. Ich hätte Pussycat vielleicht mit Miezekatze übersetzt, aber nicht mit Muschikatze. Das klingt ja richtig scheiße. Sie kratzt ihn, ne? Sie mag ihn nicht. I guess cats don't really like me. Don't worry about it. I'll tell my black cat to go easy on you. I mean, if we're still friends by then. Der Eismann. It's Brady. Come on, let's get some ice cream. Ja, komm, wir holen uns Eiscreme. Gehört das alles zum Intro hier? Das hätte man einfach überspringen können? Das ist doch ein Teil der Geschichte, oder nicht? Eiswagen, Eis kaufen. Hey, Brady. Hey, little buddy. What can I do you for? Hey, little buddy. Möchtest du hinten in meinen Wagen einsteigen? Ich hab ganz, ganz viele Süßigkeiten. Also ich persönlich mag ja Kokosnuss, ne? Das wäre aber irgendwie 2 Kugeln Schokolade, bitte. Also ich nehme für mich schon mal Kokosnuss. Kann ich 2 Sachen auswählen? Aber 2, das ist das Einzige, wo 2 drin steht. Dann nehme ich 2 Kugeln. 2 scoops of chocolate, please. Chocolate coming up. And what can I get for your little lady friend? I'm alright, thanks. Oh,
come on. You've got to have some. I don't want any. Sie nimmt das gleiche wie ich. She'll have the same as me. I said no, and no means no. Oh, jetzt ist sie aber beleidigt. Was passiert hier gerade? You should probably go after her, dude. Die Musik von dem Wagen ist gerade sehr komisch geworden. Können wir nicht irgendwie ein bisschen schneller gehen? Der geht so langsam. Es tut mir leid. I'm sorry. No. It's my fault. I freak out sometimes. It's okay. Vergessen wir das einfach. Let's just forget about it. Okay. Fist bump. Ach, Kinder. I found it. Really? Yes. It's right where he said it was. But I kind of need your help. It's stuck under this thing. What are you talking about? Er glaubt, da ist ein Koffer voller Geld auf dieser Baustelle versteckt. He thinks there's a suitcase of money hidden on this building site. I know it's there. Every Monday they leave it there, and someone picks it up the next day. Wow, really? You don't believe him, do you? Who knows? It could be true. It's drugs money. And it's just sitting there, waiting for us. Wie bist du überhaupt dort reingekommen? Jetzt mal ohne Scheiß. Das da sind dieser Joe Davis und Ivy. Überlegt euch nochmal bei Cat Lady, wie die da aussah. Dieser Ivy. Der hat die doch irgendwie so richtig krank da im Keller. Die war doch richtig fett und voller Blut und sowas. Ich weiß nicht, was da mit der los war. Wie konnte das aus denen werden? Vielleicht erfahren wir das in diesem Spiel, wie er so psychisch durchgedreht ist. Und das wäre schon ziemlich krass. Demnach stelle ich mir schon vor, dass dieses Spiel noch psychohafter wird als Cat Lady. Solche Dinge passieren nicht im echten Leben. This kind of stuff doesn't happen in real life. But it's there, I can show you. There's a hole in the fence. Just follow me. I wanna see. Let's do it, Joe. Okay, geh voran, Bro. Okay, lead the way, Bro. Yay! Just remember, it's a building site. I don't want you to touch anything. I won't. Okay. Und diese Baustelle hat alles verändert. Oder dieser Koffer. Und da war wirklich Geld drin. Und dann sind sie reich geworden. Und dann ist die Geschichte zu Ende. It's there. Where? This way. Müssen wir hinterherlaufen? Ja, wir müssen selber hinterherlaufen. Da befindet es sich also. Was ist denn hier? This? See the big X? Ach da, das X. Du hast nie gesagt, dass wir einen Piratenschatz suchen. You never said we were looking for pirate treasure. I don't care whose treasure it is. It's there. Want it. So why didn't you open this thing yet? I tried, but it's too heavy. And you're stronger than me. I'm sure you can do it. Obviously. Let's see.
So, Betonplatte drücken. We need to pry it open. I'll have a look around, see if I can find something. Das heißt, wir brauchen so eine Art Brecheisen oder so. Liegt hier irgend... Was denn? Da, ach, da ist eine Eisenstange. Ich kann die sowas von gar nicht sehen. Ach, da unten auf dem Boden. Ja gut, dann nimm die mal. Inventar mit Pfeiltaste. Mit Pfeiltaste... runter öffnen. Ja, so wie bei Cat Lady auch schon. Es ist im Prinzip genau wie bei Cat Lady, nur dass das Inventar ausgeblendet ist. Wenn man es nicht benutzt. Was befindet sich da drunter? Oh, shit. Granaten. What is it? Step away. Both of you. It's grenades. A great bowl of freaking grenades. But where's the money? There is no money. I bet there never was. I don't believe this. Why would they hide grenades here? I don't know. Maybe it's terrorists. We should call the police. Yeah, but first, let's get out of here. This thing is not safe. Warum liegen da Granaten? Wo ist der Bruder? Warum kommt der nicht mit? Come on, Robbie. Nein, der stirbt jetzt doch, oder? Der sucht da jetzt nach dem Geld und stirbt. No. Was meinst du mit nein? What do you mean no? I didn't come here for nothing. Sure, it's not the money, but this thing's gotta be worth something, right? Don't even think. About it. I'm going to sell it. Gary, from the shop. He's always looking for stuff like this. Bitte tu mir das nicht an, Robbie. Lass es, du Idiot. Das werde ich dir nie verzeihen. Das klingt alles nicht so überzeugend. Please, don't do this to me. Er stirbt. Do you think we care? Zeitlupe. Vögel fliegen weg. Das war so klar. Es war so klar. Ich glaube, der ist gerade schon geplatzt, bevor die Granate hochgegangen ist, aber kann sein, dass das mein Auge nur so wahrgenommen hat. Das war klar, dass... Man spielt nicht mit Granaten. Warum lagen die da überhaupt? Errungenschaft freigeschaltet, Meet Joe Davis. Ich weiß gar nicht, könnt ihr diese Errungenschaften sehen? Ich hoffe nicht. I knew it was her. That same smile. Those same emerald eyes. She didn't remember me, I think. It was probably better that way. The chemistry was instant. We fell in love and got married within a few months. I never talked about Robbie. And neither did she. We were happy together. Then our luck ran out, and the cracks started to show. But I knew how to fix it. Okay. Das war das Intro.
Und dieses Intro spielte noch, bevor wir ein neues Spiel gestartet haben. Somit war das Part 0. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder beim ersten Part von Downfall. Ich glaube, es wird richtig psycho, denn so wie wir diesen Joe Davis in Cat Lady kennengelernt haben, ist der Typ ein richtiger Psycho. Und ich habe keine Ahnung, wie oder was er da fixen möchte. Aber naja, ich würde sagen, es läuft nicht gerade gut aus. Wir haben ja bei Cat Lady schon gesehen, wie das geendet hat da, dass er sie irgendwie eingesperrt hat im Keller und so. Das war schon ziemlich krank. Wir werden wahrscheinlich jetzt erfahren, wie es dazu gekommen ist oder so, wie er so ein Psycho werden konnte, und das ist schon etwas, worauf ich mich schon freue, denn das wird wahrscheinlich sehr verstörend werden. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Downfall. Bis dann, Leute. Ciao.